Cream Buddy. Cute.
hier in diesem kleinen Schüsselchen. Denn ich habe sie auf kleine Zettelchen geschrieben. Und ja, so entscheidet quasi der Zufall, welche Frage ich davon zuerst ziehe. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Okay. Liebe Dream Buddy, wenn du im Lotto 1 Million Euro gewinnen würdest, was würdest du damit machen? Scratching, I can.
Also ich habe auch, als ich die Fragen rausgeschrieben habe, bei der Frage echt überlegen müssen und mir fällt auf Anhieb echt nichts schlagartig ein, das sagt, das mag ich nicht. Ja, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man das so rüberbringt, wie man das macht. Ist ja immer ungewiss.
gewiss, wo sie ja so hinführt, wo sie hingeht. Ich habe alle Weichen gelegt. Und habe ganz, ja, mir stehen ganz viele Türen offen. Ich habe viele Möglichkeiten. Von daher ist es schwierig zu sagen, wenn man genau in 10 Jahren ist. Aber was ganz klar für mich ist, ist, ich werde mich nicht knechten lassen. Da, wo ich arbeiten werde, da werde ich glücklich sein. Ob ich mein eigener Chef bin oder irgendwo angestellt bin. Ja. Und ich möchte auf jeden Fall ein buntes Leben haben. Weiterhin. Hatte ich ja vorher auch schon. Genau. Ab und zu tanzen gehen. Mit den Kindern einfach viel machen. Weil wenn es in 10 Jahren sind, die halt dann auch 10 und 12, die Jungs. Da kann man richtig coole Sachen machen. Zeit.
nicht womit. Ja. Und ja, dann war es eigentlich, lag es für mich klar auf der Hand, das zu machen. Also so bin ich dazu gekommen und warum ich das mache. Ist einfach, ja, einmal macht es total viel Spaß. Man kann sehr kreativ sein. Und wenn man einmal damit anfängt, ich weiß nicht, das ist wie so ein Bann, in dem man drin ist. Das ist wie so eine kleine Sammlung, die man dann hat. Jedes Video, das man so gemacht hat, freut einen selber, weil das ist so, ja, wieder einfach was Schönes, was man so kreiert hat, was dann, ja, mit in die Sammlung kommt. Und wenn dann nämlich noch so der, also so tolles Feedback von euch kommt, von euch Zuschauern, ist das halt einfach ein schönes Gefühl. Wohin das alles noch führt. Also es gibt ja Leute, die das hauptberuflich machen und sowas, aber also ich gehe jetzt nicht von aus, dass das bei mir mal der Fall sein soll. Denn ich glaube, da bin ich noch viel zu wenig vernetzt zu. Also das sind dann so Leute, die dann auch bei Instagram und Facebook und sonst wo, ich kenne mich da gar nicht mit aus, überall auch natürlich Werbung machen oder die Videos reinstellen und einfach mit dieser ganzen digitalen Welt, sag ich mal, viel besser aufgestellt sind. Also ich bin froh, dass ich das YouTube-Ding gerade so gut, ganz gut hinkriege. Aber also man wächst ja auch mit den Dingen, die man tut. Und ja, aber ich bin da nicht so computeraffin. Und ich weiß nicht, ob das dann ausreicht. Ich mache einfach meine YouTube-Videos. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine Instagram-Seite, aber dafür braucht man ja auch Zeit, gell? Ja, und deswegen, ich bin da ganz genügsam und schaue einfach mal, was passiert. Yeah.
zwei Händen abzählen, wie viele Filme ich zu Hause geguckt habe jetzt in den 2 Jahren. Und auch, wie oft ich im Kino war. Also eine Serie habe ich gar nicht erst angefangen, weil ich nicht dazu komme, die fertig zu gucken. Ja. Deswegen, also Serien finde ich auch toll. Ja. Nur da, die sind echt verflixt tricky. Weil wenn du einmal anfängst, willst du immer wissen, wie es weitergeht. Also, ja. Vikings haben wir natürlich total gefeiert. Da ist jetzt noch eine Menge offen, weil da kamen jetzt neue Folgen. Die hat mein Mann sich angeschaut. Ich aber noch nicht. Und ja, wir können noch nicht drüber reden, was da so passiert. Ich hätte normal eigentlich die Zeit dafür, aber weil ich ja die Videos jetzt mache, bearbeite ich die ja immer abends und somit habe ich keine Zeit mehr zum Filme oder Serien gucken. Also kann ich ja eigentlich gar nicht beantworten, was ich gerade lieber gucke. Wenn ich einmal dazu kam, was zu gucken, dann war es ein Film. Im Moment läuft ja, glaube ich, im Kino ein ganz geiler Film, The Silent oder so. Da habe ich den ersten Teil geguckt, fand ich echt cool. Da würde ich den zweiten Teil auch voll gern gucken. Ja. Ich brauche jetzt nicht alles aufzählen, was ich alles, also welche Filme ich gut finde und welche Serien ich gut finde. Ihr wisst selber, wie das ist. Da gibt es so vieles. Ja. Können wir auch jetzt nicht alles merken. Okay. Sailor Dream. Wie ist die nächste Frage? Frage Nummer 8. Liebe Dream Buddy, wohin würdest du gerne einmal reisen? Also, wo du noch nicht warst. Ansonsten
Das sind so die zwei großen Wünsche, aber sonst würde ich generell überall gerne noch reisen. Überall hin. Vielleicht auch nach. Beziehungsweise ich komme jetzt einfach.
alles ganz weit oben bei uns. Aber das sind schon so alte Sachen. Ja, also mein Herz schlägt für Martha. Okay, dann finde ich natürlich auch so rockige Sachen echt nice. Ja, kann auch manchmal gerne ein bisschen härter sein. Oder ein bisschen also Psycho. Ich finde Marilyn Manson super geil. Ja, der macht echt gute Musik. Da haben wir auch echt, ich weiß nicht, wie viele Alben von dem. Ja, alte Rockmusik natürlich, die aus den 70ern ist fett. Ja, dann neue Sachen, also aus der heutigen Zeit, wie System of a Down, finde ich auch super gut. Und so weiter und so weiter. Ich brauche jetzt auch nicht alles aufzählen. Dann ja, Hip-Hop, ganz klar. Gibt's auch super viel coole Sachen. Deutschen Hip-Hop sowie amerikanischen Hip-Hop. Alten Hip-Hop sowie neuen Hip-Hop. Also viele können sich auch mit so der neuen Art von Hip-Hop ja nicht so anfreunden, aber ich bin es halt trotzdem auch, also ich habe da auch ein Ohr für. Ja, also Capital Bra, Capital Bra. Finde ich auch cool. Also der hat auch einige coole Sachen. Das ist einfach witzig. Das ist eine andere Art von Humor. Ich glaube, manche Leute, die die neuen Sachen nicht mögen, haben einfach den Zeitgeist nicht kapiert. Ja, lülülülü. Ja, ist ja Geschmackssache. Aber es ist einfach was vollkommen anderes, wie jetzt das, was Busta Rhymes macht. Ja, das ist also, der macht super, also super geilen Hip-Hop. Oder, ja, jetzt nicht mehr so viel, ne? Er war früher viel aktiver. Ja, deutscher Hip-Hop ist natürlich Samy Deluxe, der König in Deutschland, ganz klar. Der kann richtig schnell rappen und hat echt immer super geile Beats. So schöne Alben, ja. Ach, ich ärgere mich so. Ich hatte ja auch eine Konzertkarte und konnte es nicht wahrnehmen, weil ich dann schwanger war. Ja, ich konnte nicht hingehen. Naja, aber rennt ja nicht weg. Komm, irgendwann mal geht's wieder. Ja. Ach, ich brauche jetzt ja nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall gibt's ganz viel cooles Zeug. Ach, und für Kinder gibt's auch echt eine super geile Band. Die heißt Deine Freunde. Die machen so Kinder-Hip-Hop. Aber auch so, dass es Erwachsene witzig finden. Ja. Okay, dann, was haben wir denn noch? Ja, Reggae, Ragga, Dub. Finde ich auch super. Da werde ich natürlich jetzt nicht alle aufzählen. Das sind so viele, die man mag. Vor allem habe ich mir da auch mal aufgeschrieben, wen ich da alles mag. Weil ich mir auch das nicht alles immer merken kann. Ja, also klar, so die alten Klassiker, wie Bob Marley und bla bla bla, die kennt ja jeder. Aber es gibt auch ganz viele neue Sachen, oder neuere Sachen, die einfach toll sind. Und oh, da müsste ich jetzt echt nochmal nachgucken. Oh, wie heißen die denn nochmal? Ja, sorry. In einer Woche kriege ich mein Kind, also ich bin echt nicht auf der Höhe. Und ich habe es ja sowieso mit Namen nicht so. Also wenn euch das da jetzt interessiert, was es da alles Tolles gibt, kann ich euch gerne alle möglichen Tipps geben. Ja, lasst es mich wissen, dann schreibe ich es rein oder mache halt extra ein Video davon. Okay. Und was gibt es denn noch? Ja, Metal. Da gibt's also Metal gibt es auch einige schöne Sachen. Oder Punk. Echt viel coole Punkmusik nur da. Also ich mag, wenn Punkmusik, dann das ist noch, also da kommt es auf die Stimme an, wenn es nur so Gegröle ist, ist es nicht meins. Aber wenn man noch hört, also versteht, was was da gesungen wird, finde ich es cool. Und auch witzig. Ganz oft ganz witzig. Ja. Ja, vertiefe ich nicht. Ich brauche jetzt keine Beispiele nennen. Da gibt es ganz viele alte Sachen, die ich mal immer ganz gern gehört habe. Aber auch da, bei manchen Bands würde ich niemals auf Konzerte gehen. Ganz klar, weil das, was da abgeht auf Konzerten, das würde ich nicht ertragen. Und es gibt auch ein paar Lieder, die ich mir nicht anhören würde. Also, oder die ich mir nicht anhöre, weil ich es nicht kann, weil die zu schräg sind. Ich sag nur, die Kassierer. So.
Was haben wir jetzt noch? Ja, und dann noch so andere Genres, wo ich jetzt nicht weiß, wie ich dich einordnen soll. Also so wie Coldplay. Boah, liebe ich. Oder Jack Johnson. Liebe ich. Oder Fat Freddy's Drop. Supergeil. Liebe ich. Und so weiter und so weiter und so weiter. Aber wie ich schon gesagt habe, ist das ja Anlass für euch, mir Fragen zu stellen, ob ich das jetzt vertiefen soll oder nicht. Hey, und wenn ihr Input für mich habt, immer her damit. Ja, ach, es gibt so viel Musik. Am liebsten würde ich gerade, ich habe so eine Liste gemacht, wo ich ganz viele Beispiele habe. Ich glaube, an der Stelle höre ich jetzt einfach mal auf, weil sonst verliere ich mich total in der Frage. Okay, meine Liebe. Das waren meine 10 Fragen an dich. Ich hoffe, die Fragen haben dir gefallen. Und nochmal ein ganz großes Danke, Danke, Dankeschön, dass wir dieses schöne Video zusammen machen konnten. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also, bye. Ich hoffe, es war interessant für euch und ja, dass ihr euren Spaß hattet und sich wieder ganz viele andere neue Fragen für euch aufgetan haben, die ich euch gerne mal in der Zukunft beantworten werde. Sailor Dream, das hat echt Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, dass es dir genauso viel Spaß macht, meine Fragen, die ich an dich gestellt habe, zu beantworten. Ja, deswegen hier nochmal der Hinweis an alle, schaut mal bei Sailor Dream ASMR vorbei und lasst uns einfach einen Daumen da. Dann danke ich euch sehr fürs Zuschauen und Zuhören und wünsche euch noch